Ich hörte, ihr erkundigt euch nach Siebrand. Karam hat etwas herausgefunden, das euch bestimmt interessiert. Ihr solltet ihn suchen, wenn ihr es haben wollt. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer Runde Assassin's Creed. Geht, Bauer, bevor ich euch verboten. Hinfort mit euch! Wir jagen mal Informationen hinterher. Hallo. Ich darf nur nicht außerhalb des Programms laufen. Vielleicht mache ich das mal wieder Vollbild, dann funktioniert es besser. Na komm, du sollst da durchlaufen, springen, was auch immer du willst. Halt! Ihr dürft nicht passieren! Oh. Hallo, kleine Schlange. So, die Hälfte der Zeit ist rum. Da hinten irgendwo muss er sein. Ja, das sieht auch gut aus. Friede sei mit euch, Bruder. Ich habe überall nach euch gesucht. Ich habe diesen Brief gestohlen. Lest ihn. Hoffentlich nützt er euch. Schön, damit brauchen wir nur noch eine Sache haben. Die findet sich direkt hier. Schert euch fort. Nein, da will ich nicht lang. Schert euch fort. Komm. Tu nicht so betrunken. Du bist es nicht. Hier will ich lang. Hey, warum lasst ihr mich nicht einfach in... Haben sie euch in die Stadt gelassen? Oder habt ihr kämpfen müssen? Ach, vielleicht sollte ich respektvoller sein, denn ich brauche nun eure Hilfe. Ich habe letzte Nacht zu viel Zeit im Hafenbordell verbracht und dort die Frau eines teutonischen Ritters beleidigt. So sagt man jedenfalls. Jetzt ist mir eine Gruppe von ihnen auf den Fersen. Könnt ihr mir helfen, mit eurer Klinge? Kehrt ihr zurück, bevor ich die Stadt verlasse, werdet ihr von meinem Wissen profitieren. Das ist doch was. Wie merkwürdig. Wäre es nicht lustig, wenn er sich verletzen würde? Ja, aber... Super, dass die andere Wache direkt daneben ist. Aber wir sind nicht entdeckt worden. Das macht mir Hoffnung. Verdammt. Nein, ihr so... Ich will nicht... Hallo, hör auf! Ich will nicht mit dir kämpfen! Ich will hier weg! Jetzt gleich kommen die Steine. Aber ich bin weg. Lauft, sucht, sucht und lauft! Ihr werdet mich nicht finden! Niemand wird mich finden, denn ich bin bei mir! Okay, was tut er da? Warum tut er das? Muss ich das wissen? Braucht er eine Nervenheilanstalt? Naja, auf jeden Fall gehen wir mal weg. Die Story kennen wir schon, also machen wir mal weiter. Nein, ich will dich nicht anrempeln. Ich will dir folgen, bis du ein einfaches Ziel abgibst. Guck, du hast nichts bemerkt. Einfache Wache. Wow.
Er sollte aufhören, sich wie ein Knabe zu benehmen. Oh, noch schnell eine Flagge. Zack, noch schnell eine Flagge. Die wird uns wahrscheinlich die notwendigsten Flagge kosten. Wer hat das getan? Sagt es mir! So, und die war aber weg. Tötet ihn! Tötet den Assassinen! Nein, wieso hast du mich erkannt? Das ist doch... Ah, ich sehe schon, das wird eine grausame Mission werden. Du wirst mir nicht entkommen! Gib mir noch ein bisschen Geld! Denkst du kannst mir davonlaufen? Ja, das denke ich. Nein, bitte geht nicht einfach! Nur ein paar Münzen, bitte! Abschaum! Dann versteck dich wie eine Ratte! Ja, das mache ich auch gerade. Na komm! Ich kann doch einfach nicht mehr raus. Gab's hier eine Leiter? Nein, ich glaube nicht. Le Paris qui nous observe en ce moment. Nein, nein, ah, Alter! Hier wirst du sterben! Verliert ihn nicht! Du gehörst hier! Das gibt's doch nicht! Diese letzte blöde Mission. Genau, fall einfach runter. Ich war mir sicher, dass er hier irgendwo ist. Komm, kleines Äffchen, fall runter. Nimm deinen Trunkenbold da hinten mit. Komm, raus. Raus. Wer ist hierfür verantwortlich? Oh. Einer der Ritter. In den Raum zurück! Alter, konter nicht meine Angriffe. Gehörst du auf, mich zu kontern? Attrapez-le, attrapez-le! Alter, das... Einen Tag nicht gespielt und schon wieder die Steuerung vergessen. Das gibt's doch nicht. Alter, wo kommt die alle her? Danke. Ich will gehen. Lass mich doch einfach gehen. Dann bin ich weg. Sorry. Sorry. Lasst ihn nicht entkommen! Doch, lasst ihn entkommen. Ihr wisst ja gar nicht, wie gut euch das tut. Diese Dachgärten sind ein echter Segen. Va au diable! Tu finiras bien par revenir! Alle weg! Alle weg! Oh, doch eine Flamme. So, und wieder einmal hier runter. Hier runter. In diese Gasse rein. Jetzt langsam müsste ich doch alle Opfer tot haben. Nein, ihr versteht das nicht. Ich bin arm, Herr. Ich bin die Rache Gottes. Alter, wer denn hier? Wo kommt ihr denn her? Zumindest habe ich sie alle irgendwann mal getötet. Ja, genau. Keine Lust auf Bogenschützen. Wo ist da eine Versteckmöglichkeit? Und einfach mal aus.
Also Alpha Sprung war so. Nun, warum würde jemand so etwas tun? Weil er auf der Flucht ist. Warum sonst? Du bist mein! Wenn er sich nicht an der Ort festhalten würde, dann wäre das ja auch kein Problem, dass ich mich. Hallo, ich will da gar nicht lang. Ja, das glaube ich. Idiot, renn mir nicht die ganze Zeit um die Füße. Gibt's hier irgendwas zu verstecken? Hallo? Das ist ein Hafenviertel. Er sollte aufhören, sich noch einen Namen zu bringen. Was fehlt ihm denn nur? Zu Diensten. Alter. Das letzte Stück Mission. Eigentlich wollte ich gerne in der Folge schon Siebrand erledigen, aber nein. Na. Ja, jetzt geht mir halt mal aus dem Weg, ihr Idioten. Das wird eine Narbe geben. Wo ist der Depp, der uns die Mission eingebrockt hat? Bessere Waren werdet ihr nirgendwo finden. Haftet doch mal die Leute. Passt auf. So, da ist er wieder. Bitte, Herr, habt ihr ein wenig Geld? Ah, die schon wieder. Alles. Wer hat das getan? Zeigt euch! Ob er wohl einen Grund für seine Taten hat? So. Irgendjemand ist dabei, mich zu entdecken. Das finde ich nicht so gut. Dann gehen wir mal hier oben. Also ist hier ein Mörder in der Nähe. Was ist das? Dies sind wirklich düstere Taten. Hey, einer fehlt noch, ich weiß. Jetzt rennt er noch Teufel rum. Jetzt noch. Lasst mich doch mal in Ruhe, ihr Idioten. Meine Familie ist sterbenskrank. Ja, ich weiß. Nein, ich habe kein Geld. Ihr seid vom Glück verfolgt. Ihr lebt und ich bin noch in Akkon. Das hier kann ich euch sagen. Das Einzige, was gefährlicher ist als ein betrunkener Seemann, ist einer, der auch wütend ist. Ich weiß, das ist nicht viel, aber dank eurer Weisheit wird es euch sicher helfen. Du hättest mir auch gleich sagen können, dass Schiffe meistens im Hafen anlegen. Würde mir genauso viel helfen. Ich danke. So. Habt ihr so etwas schon einmal gesehen? Ich nicht. Und zurück zum Assassinenbüro. Na komm, da will ich doch gar nicht rein, ich will dahin.
Da wollte ich eigentlich auch nicht hin. Entschuldigung, ich muss aber durch. Schert euch fort! Du wirst bluten! Komm, fall einfach runter. Ich bringe euch zur Strecke! Ja! Ja! Komm her! Ja! Ja! Euch hole ich mir! Okay. Oh, was war denn das? Er wird sich noch verletzen. Und wenn das passiert, werde ich nicht helfen. Ja, so ist die egoistische Bevölkerung. Niemanden helfen. Was denkt sich dieser Mann? Er denkt sich, über die Dächer ist schneller. Hört nicht auf ihre Lügen. Vergiftete Worte. Na, da ist auch das Büro, sehr schön. Will er wohl so schnell hin? Und einmal runter. Seid gegrüßt, Bruder. Wie verläuft eure Suche? Ich weiß alles, was ich über mein Ziel wissen muss. Dann teilt euer Wissen mit mir. Siebrand soll von Sorgen zerfressen sein. Sein bevorstehender Tod treibt ihn zur Raserei. Er hat den Hafenbezirk abgeriegelt und verbirgt sich dort, wartet auf die Ankunft seines Schiffes. Das macht die Sache gefährlicher. Ich frage mich, wie er von eurer Mission erfahren hat. Die Männer, die ich tötete, stehen alle in Verbindung. Al-Mualem warnte mich, dass die Kunde meiner Taten sich ausbreiten würde. Seid auf der Hut, Altair. Oh. Nicht mehr? Ich müsste mal ganz kurz eine WhatsApp schreiben. Ja. Achso, ja, ich muss ja die Federn mitnehmen. Ich dachte, da seid dessen sicher, Rafik. Doch wird dies mein Vorteil sein. Angst wird ihn schwächen. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. So, dann noch Siebrand und dann Roller des Sable und dann sind wir eigentlich durch, oder? Das hat jetzt auch so, dass es mal funktioniert. Das finde ich gut. Schleichen wir mal ein wenig über die Dächer. Geht, Bauer, bevor ich euch wegjagen muss. Heide, dafür wirst du bezahlen. Ja. Genau. Mit einem Blutopfer. Ihr habt ja nichts zu sagen. Der hat überlebt, der eine. Alter. Der ein Schwein. Interessiert euch etwas? Bürger, hört mich an. Dann verstecken wir uns mal ganz kurz. Kommt zu mir. Meine feinen Waren sind ohne Gleichen. Wow, Diable. Du finira bien par revenir. Waren werdet ihr nirgendwo finden. Du bist ein Schuss! Komm frei! Warum kommst du nicht raus zum Spielen? Weil ich keine Lust habe. Ich muss jetzt erstmal rausfinden, wie ich da rüberkomme. Ich glaube, er hat. Nein, hier ist sogar noch offen. So, schauen wir mal, wo wollen wir denn hin? Wir wollen da rüber. Ja.
er hier irgendwo? Ihr irrt euch, Meister Siebrand. Ich könnte doch keinem Menschen Gewalt antun und erst recht nicht euch. Das sagt ihr. Und doch ist niemand bereit, für euch zu sprechen. Was soll ich bloß davon halten? Ich führe ein einfaches Leben, mein Herr, wie alle, die dieses Gewand tragen. Wir sind nicht darauf aus, Aufmerksamkeit zu erregen. Mag sein. Es mag aber auch sein, dass niemand euch kennt, weil ihr kein Mann Gottes seid, sondern ein Assassine! Niemals. Ihr tragt dieselben Kleider. Wenn sie sich so kleiden wie wir, dann nur, um Angst und Unsicherheit zu verbreiten. Fallt nicht drauf rein. Nennt ihr mich einen Feigling? Bezweifelt ihr mein Urteil? Oder hofft ihr, vielleicht meine eigenen Männer gegen mich aufzurühren? Nein, nein, ich weiß nicht, was ihr von mir wollt, mein Herr. Ich hab nichts Böses getan. Ich kann mich nicht entsinnen, euch etwas unterstellt zu haben, was euren Ausbruch rechtfertigen könnte. Ist es etwa euer Gewissen, das euch zu einem Geständnis treibt? Aber ich habe nichts gestanden. Ah, trotzig bis zum bitteren Ende. Wie meint ihr das? Wilhelm und Garnier waren sich ihrer zu sicher. Und dafür zahlten sie mit ihrem Leben. Ich werde nicht denselben Fehler begehen. Wenn ihr wahrlich ein Mann Gottes seid, wird der Allmächtige euch beschützen. Möge er meine Hand führen! Ihr seid wahnsinnig! Will denn keiner den Wahnsinnigen aufhalten? Doch, doch. Seine Angst vergiftet seine Urteilskraft. Lässt ihn Feinde sehen, wo gar keine sind. Die Leute scheinen meinen Zweifel zu teilen. Was ich tue, tue ich für Akon! Bleibt wachsam, Männer. Berichtet den Wachen von allen verdächtigen Beobachtungen. Ich bezweifle, dass dies der letzte Assassine war. Hartnäckige Bastarde! Und jetzt zurück ans Werk! Ein Gehörnter. Wie kommen wir denn da? Er legt ab. Na ja, gut. Vielleicht gehen wir doch mal außen rum. Danke. Nein! Das war ja wohl nichts. Wenn sie von Wachen entdeckt wurden, unterbrechen sie die... Ja. Ich bin nicht nur von Wachen entdeckt worden, ich möchte sogar... Sie hat schon abgelegt. Da laufen doch mal hier rum. Ah, da ist immer so betrunken auf dem Boot. Das war ja nichts. Das wird die reinste Schwimmschule hier. Nach einem Vorsprung, wenn sie beim Klettern. Ja, die Stelle kennen wir schon. Habt ihr das? Springen bitte. Hallo. Du bist weder Jack noch Sparrow. Ja, zumindest das funktioniert. Hi, ihr dürft nicht passieren. Ja, ich will ja auch gar nicht passieren, eigentlich will ich dich umbringen. Siehst du, das bin ich. Fein!
so keiner von euch seine Hand erheben mag, um seinen Meister zu beschützen, werde ich mich selbst um diesen Heiden kümmern! Benutzen Schön. Sie die befreiten Partisanen, um Verfolger auf. Also nochmal. Das wird mal wieder eine super Folge hier. Wovor flieht dieser Narr? Er flieht nicht, er greift an. Nein! Idiot. Also, ich bin ja gerade nicht sicher, wie ich meine. Mich oder ihn. Greifen Sie nach einem Vorsprung, wenn Sie dann klettern. Ich will mir ja keinen Druck machen, aber ich wollte eigentlich diese Folge das Ziel eliminieren. Ich sagte, das Ziel eliminieren und nicht rumsperren. Lass ihn nicht noch einmal entfliehen! Du magst es noch nicht wissen! Gott ist mit mir, Gunnar! Du kannst nicht siegen! Ich würde gerne auch mal verteidigen. Gott ist mit mir, Gunnar! Du kannst nicht siegen! Der Teufel! Er war ein Diener Gottes! Oh, da springt er gleich weg. Puisque tu y tiens, je vais l'achever. Gott ist mit mir, du Narr. Du kannst nicht wiegen. Komm. Alter, das gibt's doch nicht. Das ist nicht gut. Ja, das ist gar nicht gut. Jetzt muss ich eben erstmal warten, bis ich wieder genügend Sync-Punkte bekommen habe. Ah, da warten wir hier eben. Können wir da irgendwo hoch? Nein, können wir. Da können wir hoch. Dann laufen wir die Wache einmal hin und her. Einmal schon habt ihr ihn verloren. Lasst ihn nicht noch einmal entfliehen. Er ist ein toter Mann, wenn er sich erneut hier zeigt. Einer Verdiener, haltet ihn auf! Na komm. Oh komm. Ah verdammt, jetzt wieder weg. Ihr seid gar nicht meine Ziele, ich ignoriere euch jetzt. Assassine! Komm, zurück! Nein, was zum... Oh, Alter! Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Warum tut er das? Er soll einfach draufspringen und nicht davon abstürzen. Das war jetzt nun wirklich nicht weit. Genau. Guck, so. Nicht so. Boah. Das ist wohl nicht mein Tag, oder? Benutzen Sie die Action-Sicht, um Informationen zu finden.
mich schon auf den nächsten Titel, da kann man nämlich schwimmen. So, geht doch. Frei! So keiner von euch seine Hand erheben mag, um seinen Meister zu beschützen, werde ich mich selbst um diesen Heiden kümmern! Den oder was du auch immer beschießt. Na komm, hör auf, lass mich. Lass mich in Ruhe, ich will. Hallo, ich will gar nicht in den Kampf. Da will ich hin. Lass mich durch. Lass mich durch, ich bin Assassine. Nein. So, geht doch. Danke, Partisan. Tut mir nichts. Habt ihr Angst? Natürlich habe ich Angst. Dabei seid ihr doch bald völlig sicher. In den Armen eures Gottes. Haben meine Brüder euch nichts gelehrt? Ich weiß, was mich erwartet. Uns alle. Wenn nicht euer Gott, dann was? Nichts. Nichts erwartet uns. Und das fürchte ich. Ihr seid ohne Glauben? Wie könnte ich bei all dem, was ich weiß, was ich sah? Unser Schatz ist der Beweis. Beweis für was? Dass dieses Leben alles ist. Verweilt noch einen Moment und nennt mir eure Rolle in dem Spiel. Eine Seeblockade. Um die unwissenden Herrscher und Herrscherinnen zu hindern, Verstärkung zu entsenden, nachdem wir das heilige Land erobert haben? Befreit haben, ihr Narr. Von der Tyrannei des Glaubens. Freiheit? Ihr kontrolliert die Gedanken der Menschen, unterwerft Städte, tötet jeden, der euch widerspricht. Ich habe nur meine Befehle befolgt und an die Sache geglaubt. Genau wie ihr. Und damit haben wir das schon gemacht. Geht mir doch aus dem Weg, ihr Leute. Ich hab gerade. Na komm, hallo. Backst du da gerade fest? Hallo. Diesmal aber hoch, bitte. Nein, Gewalt ist niemals eine Lösung. Alkohol ist eine Lösung. Gewalt kann vielleicht. Hallo? Warum springst du da bitte von der Wand weg? Nein, halte die nicht auf. Du wisst ja gar nicht, wie schwer das war, jetzt dahin zu kommen. Ah, schön, wie ihr da gespawnt seid. Na, verdammt. Thank you.
Waffen oder Bogenschützen. Oh, das ist ein Fall. Nein, das sieht mal so aus. Zum Glück kommen sie. Treuen Brüder da gerade. Schauen wir mal, wo müssen wir hin. Wir sind mittlerweile da und wir sind schon viel zu weit weggelaufen. Ja, super. Ich weiß, dass ihr mir nichts Böses wollt. Seid einfach etwas. Gibt es ja auch stehen ohne Wachen. Laufen wir jetzt einfach nochmal zurück. Was tut dieser Mann denn? Wahrscheinlich nur Unfug. Nur oben Unfug. Er sollte auch wohl einen Grund für seine Taten haben. Nein! Ach, Alter. Steuerung beherrschen, Steuerung steuern. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Wie? Oh, noch eine Flagge. Assassine! Tötet ihn! Nein. Bitte, Herr, es ist ein Assassin! Meine Familie. Nein, es ist keiner. Könntet ihr ein paar Menschen entbehren? Ich brauche Essen. Ich habe Hunger. Nur ein paar. Oh, das war ein bisschen zu weit. Ah, da vorne ist der Wachgarten. Sehr schön. Das mit bloßen Händen. Alter, Alter, Alter. Ja, hier darfst du ausnahmsweise mal runterfallen. Alter, ihr habt arges Aufsehen erregt. Ich tat, wie mir befohlen wurde. Siebrand ist nicht mehr. Genau, das ist es. Ihr solltet nach Masyaf reiten und Al-Mualim Bericht erstatten. Ja, ich sollte zurückkehren und mit ihm sprechen. Darüber und über andere Dinge. Seid ihr wohlauf, mein Freund. Ihr scheint reserviert. Es ist nichts, Rafik. Mir geht nur viel durch den Kopf. Sprecht mit mir. Ich höre euch zu. Zuerst muss ich mit mir selbst im Reinen sein, aber hab Dank für das Angebot. Es sind die Seelen derer, die ihr getötet habt. Ihr fühlt etwas für sie. Wie? Ah, mein Freund. Niemand verlangt, dass diese Gräuel euch erfreuen. Zweifel, Bedauern, Sympathie. Das war zu erwarten. Sollte ich diese Gefühle nicht fürchten? Ihr solltet sie annehmen. Sie sind es, die euch menschlich machen. Was, wenn ich Unrecht handelte? Wenn diese Männer nicht den Tod verdienten? Wenn sie reinen Herzens waren, fehlgeleitet vielleicht, aber reinen Gewissens. Ich bin nur Rafik, Altair. Das übersteigt meine Weisheit. Vielleicht kann Al-Mualim euch Antworten geben. Ja, vielleicht. Danke, Rafik. Es ist mir eine Ehre, jemandem mit eurem Geschick zu dienen. So, und damit würde ich jetzt behaupten, mit... Ja, hallo? Sie noch was abgeben? Nein, ich würde gerne hier raus. Spule fort, wo aktuelle. Wunderbar. Ich behaupte jetzt einfach mal, wir beenden die Folge. Ich freue mich, dass ihr zugeschaltet und zugeschaut habt. Wir haben das Ziel eliminiert und sehen uns in der nächsten Folge bei einem Mal wieder.